aber ich werde sie nicht so zurücklassen. So sei es. Ich gebe dir einen Feuerzauber. Einen Ofuda. Ich bin sicher, dass du ihn einsetzen kannst. Vielleicht kannst du sie befreien. Aber wenn du scheiterst, mag gar nicht daran denken. Bison, vielen, vielen Dank für den Raid. Warte, ich mach das ganz kurz. Schaut. Oh, ich hab Caps an. Upsi! Und schreiben kann ich auch nicht. Willkommen hier erstmal. Vielen, vielen Dank für den Raid. So und so. Da, hat funktioniert. Vielen Dank. Was habt ihr gespielt? Was habt ihr gespielt? Schön, dass ihr da seid. Okay, also wir müssen diese Frostigen hier. Aber wahrscheinlich verkacken wir und müssen gegen alle kämpfen. Fürchte ich fast. Auftauen. Na, ist er jetzt nett oder ist er vergiftet? Der Shen Mao. Die Götter haben dich geschickt. Oh. Der böse König Idris. Wenn ich das Geld nicht gebraucht hätte, hätte ich nie mitgemacht. Wir wussten alle, dass etwas nicht stimmte. Und es wurde jeden Tag schlimmer. Man sah es in seinen Augen. Okay, aber er klingt auf jeden Fall so, als wäre er halbwegs gesund. Das heißt, er wird hoffentlich nicht böse. Entdecker. Das ist eine Frau, ne? Elsa! Ich war eine Närrin, die Rätsel eines ihren Königs lüften zu wollen. Ich habe jahrzehntelang nachgedacht und mich entschieden. Ich ziehe in die Schwefelsandwüste. Ein schöner, schmerzhafter Sonnenbrand. Oh, das wär's jetzt. Ja, okay, also ich meine, wenn man jetzt Ewigkeiten hier im Eis war, dann klingt Sonnenbrand in der Wüste wahrscheinlich schon ziemlich nice. Aber wir haben die beiden gerettet scheinbar. Deine Fähigkeiten überraschen mich immer wieder aufs Neue. Du machst deinem Namen alle Ehre. Wie erleichtert und froh diese armen Gefangenen dank deiner Hilfe sind. Ja, sie brauchen Hilfe, um zu entkommen. Also schicken wir jetzt Sky weg, damit sie die rausführt? Verlass dich auf uns. Sie werden diesen verfluchten Ort verlassen. Okay. Schlag kräftig zu. Der böse König Idris wird unsere Botschaft deutlich vernehmen, wenn du ihm die Frostkrone vom Kopf schlägst. Kämpfen wir alleine? Mal ganz kurz Fenster zumachen, Sekunde. Jetzt sind wir sonst ein bisschen zu fresh hier. Heute ist wieder echt kalt draußen. Okay, ja. Also wir müssen scheinbar gegen den König. Betritt den Thronraum und suche dort nach König Idris und der Frostkrone. Und die haben uns hier einfach alle sitzen gelassen. Das ist ja... Wo geht's denn da lang? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir hergekommen sind. Ob wir durch dieses geschlossene Tor gekommen sind. Naja, wir versuchen uns mal hier durchzukämpfen. Ey, hau mich nicht. Der kriegt nicht so leicht auf die Schnauze. Und ich drücke schon wieder falsche Knöpfe, ne? Warum drücke ich Blocken, wenn er das gar nicht macht? Okay, das hat wenigstens schon mal funktioniert. Oh, warte, da will ich raus. Ich will da raus. Ich drück schon. Oh, jetzt kommt der andere auch noch. Das ist ja klasse. Hat er sich gerade geheilt? Uiui. Okay, na, das wird ja cool. Das wird richtig gut. Ich sehe das schon. Wenn er sich halt auch einfach immer heilt, dann wird es noch ein bisschen schöner. Oder heilt der andere ihn? Der Heiler. Ach, jetzt aber... Jetzt rennt der weg. Na, das ist ja ganz toll. Ja, haben wir einfach nicht getroffen. Das ist schön. So, aber ich würde ganz gerne den mitnehmen ohne den Heiler. Das wäre nämlich ein Traum. Ja, der Heiler kommt trotzdem. Okay, dann müssen wir vielleicht den Heiler zuerst. Gucken wir mal, ob wir das schaffen, ohne zu sterben im Idealfall. Also der kriegt wenigstens auf die Schnauze, der Heiler. Heilt der da in diesem Kreis? Der heilt in dem Kreis, ne? Fuck. Gott, heilt der krass. Da komme ich ja nicht mal gegen an, ey. Ohne Scheiß. Ohne Zahn. Jetzt stirb in deinem Fickkreis. Ich kann den halt auch nicht mal da rausziehen und der andere killt mich da in der Zwischenzeit. Eieiei. Kannst du mal bitte aus deinem Kackkreis raus? Das wäre ganz toll.
gehen halt echt nicht da raus, ne? Ich weiß nicht, wie ich den da so killen soll. Ich kann den halt auch nicht interrupten oder sowas. Ich müsste einfach wahrscheinlich nur genug Schaden machen, ohne selbst dabei zu sterben, wäre toll. Okay, warte mal, wir essen mal was. Die resetten hier gleich. Ja. Okay. Also, wir haben ihn ja zweimal fast gekillt, aber ich glaube, er kriegt mit seinem Heal einfach zu viel Kram. Ich könnte dann... Warte mal, was sind denn meine... Oh, falsche Taste. Wo war denn das? Genau. Was sind denn das? Was machen die denn? Ich feuere ein Netz ab. Das stößt mich zurück. Der greift mich gerade an, ne? Klarschuss. Chance trifft den Gegner, verursacht Schaden. Heranziehen. Das zieht mich nur heran. Lass mich doch mal in Ruhe dieses Spells lesen! Kackiges Mistviech. Ich muss doch wissen, wie ich die, ob ich die irgendwie da rausbewegen kann, weil sonst nützt mir das ja alles nichts. Jeder Schuss verursacht Waffenschaden. Okay, das. Sonst hätte ich halt gedacht, wenn wir den irgendwie grabben können. Ja, ich glaube, das wird uns nichts bringen. Ich hätte sonst eben gedacht, wir killen ihn fast und dann catchen wir ihn da raus oder so. Wir sind immer noch halb tot, ich weiß. Aber wir tun mal gerade so, als ob mir das egal wäre. Jetzt heilt er halt schon wieder. So kann ich ihn ein bisschen rausschieben. Und wir einfach nur straight auf ihn einschlagen. Bitte! Jawohl, der ist down. Das ist doch schon mal gut. Oh, ich bin auch gleich down. Das wäre nicht so gut. Du Kackiger, da hätte ich rauslaufen sollen, ne? Wenn er seinen Wirbelkram da macht. Oh. Und da hätte ich auch vielleicht nicht drinstehen sollen. Und da auch nicht. Ich würde mich gern heilen. Weißt du, jetzt schaffen wir es schon, den blöden Heiler wegzukriegen. Und jetzt kill ich mich wahrscheinlich selbst, weil ich zu blöd bin. Und in irgendeinem Scheiß drin stehe. Und ihn nicht mal treffe, um mich selbst zu healen. Und das mit dem Rauschargen klappt immer noch nicht so gut. Okay. Ja, das war ganz nice. Nein! Nein, ich habe mich gerade noch geheilt. Fuck, wir können einfach nur aufgeben, ne? Scheiße, ich weiß nicht, ob ich da hinkomme wieder. Und vor allem, ob wir da hinkommen, bevor der... Shit. Bevor der wieder lebt. Oh nein, muss ich jetzt wieder durchs Eis und durchs Wasser? Oh no. Okay. Es tut mir leid, aber diesmal... Oh, lasst mich alle in Ruhe, ihr Kackigen. Guck mal, das hat viel besser geklappt als beim ersten Mal. Und ich kämpfe jetzt nicht gegen euch. Ich muss mich beeilen, damit der Heiler nicht respawnt. Geh mir aus dem Weg. Geht mir alle aus dem Weg. Ich habe eine Mission. Und ich muss mich beeilen. Oh Gott, ich hoffe wirklich, der ist nicht respawned. Den Schlüssel habe ich. Geh weg. Geh weg. Lass mich da rein. Okay. Okay, okay, okay. Oh nein, wir können aber durch, ne? Ich muss das nicht nochmal spielen. Weil der König da wieder in der Ecke steht und lebt. Ja, die Tür sieht aber offen aus. Okay. Bitte schnell. Kann ich hier reiten? Schnell. Okay, jetzt sind wir auch da. Jetzt brauche ich ihn reiten. Ich weiß gar nicht, ob wir gegen den kämpfen müssen. Zwanghaft quasi.
Hat er gerade seine Axt nach oben geworfen? Ich drück ausweichen, ne? Aber wenn wir halt in so einer Combo sind, dann kann ich halt nichts machen. Ja, ich drück drauf, aber wie gesagt, nützt dann so semi. Okay, ich will nämlich diese Kiste. Die will ich. Ja, ja. Sehr schön. Müssen wir hier hoch? Ja, da ist doch die 2. Da ist noch so eine fette Kiste, ne? Sind hier jetzt überall Heiler? Ich ignoriere die mal. Wir gehen da rein. Was müssen wir machen? Besiege König Idris. Ist das Idris Elba? Oh. What? Der greift mich schon an. Boah. Übertreib mal nicht, du fetter König, ey. Da sollten wir, glaube ich, nicht rein. Lass mich weg. Oh, jetzt sind es noch 2. Ich freue mich. Der kriegt nicht so viel auf die Fresse, aber ich schon. Ist halt die Frage, was besser ist, einen Hit von ihm zu kriegen oder durch diese Dinger zu laufen, ne? Weil diese Dinger machen, glaube ich, schon Fettschaden. Also ich meine, wir haben... Jetzt hat er da oben welche gemacht, okay. Wir haben Tränke und Co. Könnte auch mal blocken wieder, ne? Habe ich auch schon lange nicht gemacht. Jetzt hat er da schon wieder so ein Ding hingelegt. Die nerven ja schon ein bisschen, ne? Ich würde sagen, das war knapp ausgelaufen. Oi, oi, jetzt haben wir hier 2. Komm mal bitte da weg, weil das nervt mich ein bisschen. Jetzt hat er hier schon wieder so eins hingemacht. Ich muss halt auch ständig diese Dinger hier hin, ne? Ist schon ein bisschen kacke. Der hat mich, glaube ich, noch gehittet. Ui, ui, lass mich. Schon wieder ein neuer. Ihn getroffen? Ich glaube nicht, ne? Okay, wir müssen auf jeden Fall ihn weiter angreifen, damit ich mich selber heilen kann, weil sonst ist es, glaube ich, ein bisschen zu viel Incoming Damage. Da kann ich mich sonst nicht oft genug heilen. Warum? Ich drücke die rechte Maustaste und warum blocken wir nicht? Warum macht er das manchmal nicht? Ich habe extra den blöden Schild in der Hand. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Zaun vom Klicken gehört hat gerade. Aber das ist halt echt kacke, wenn ich das drücke und er hält das dann nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oh, warte, da wollen wir nicht rein. Oi, oi. Ja, genau, ich wollte neben ihn springen, das war der Plan. Okay, ich weiß halt nicht, wann er resettet. Ich würde ihn jetzt ungern resetten wollen, aus Versehen. Das war schon wieder der Dings. Schon wieder ein neuer. Also ihn aus den Latschen hauen mit unserem Dings klappt, glaube ich, nicht, wenn ich das hier richtig beobachte. Lass mich mal hier raus! Du Kackiger! Ja, ich sehe, dass wir fast tot sind. Ich heile mich mal. Oh Gott, okay, okay, okay. Ja, die nehmen wir. So, was nehmen wir hier? Thronlager. Hi, Sneaky. Schön, dass ihr da seid. Du warst bei Bison vorher, ne? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr denn gespielt, Schönes? So, was müssen wir machen? Setze die Suche nach der... Achso, die war da nicht drin. Na, das ist ja toll.
Liegt die hier einfach so rum? Verschwunden. Dieser erbärmliche Dieb hat die Frostkrone gestohlen. Verflucht soll er sein. Möge er unsere Qual tausendfach erleiden. Ach, er sagt sogar schon. Oh, ich weiß nicht, ob ich dahin möchte, wo wir hinkommen. Hm. Oh, einfach nur runter. Oh, Hund. Hund scheint sich in der extremen Kälte wohl zu fühlen. Vielleicht genießt er sie sogar. Hund, der aussieht wie eine Katze. Mordred hat Idris die Krone gestohlen. Das wird ja immer schlimmer. Ja, Mordred hat sich mit meiner Forschung beschäftigt. Hi, Gierlord. Einst gab es bösartige Ahnen, die Sterblichen eine Macht verleihen wollten, die ihrer eigenen ähnlich war. Mordred will zum Gott werden? Oh mein Gott. Ja, ein Gott des Winters. Dazu benötigt er drei Dinge. Die Krone? Den Ring, die Krone und den Samhainstab. Wenn er sie mit der Winterrune verbinden kann, verwandelt er sich in ein Monster und bringt Unheil über die Welt. Ewigen Frost. Okay, also müssen wir den Stab und die Rune finden. Aber ich dachte, wir suchen gerade die Krone? Hund, der aussieht wie Katze? Also ein Catdog? Ja, ich weiß nicht. Bevor Mordred wir gucken uns ihn gleich nochmal an. Aber ich darf mich nicht einmischen. Denn in diesem Fall würde er nicht zuhören. Rune und Kammer sind verschollen. Aber ich werde dir den Weg zum Stab weisen und zum Magier, der ihn gefunden hat. Der ihn bestimmt freiwillig hergibt. Stardew Valley, ja, das habe ich auch schon überlegt. Ich glaube, das war irgendwo auch sogar im Angebot im Moment. Ja, also das hier ist der Hund. Ihr seht ja schon, der sieht halt nicht so richtig typisch wie ein Hund aus. Aber ich glaube, Xander da oben hat ihn einfach nur Hund benannt, weil er keine Ahnung hat, was Tiere sind. Oder welche Tiere welche sind. Spielt ihr jeden Sonntag Stardew Valley? Ah. Ja, ich glaube, ich muss mir das auch echt mal angucken, aber alles in allem mal sehen. Haben wir uns gut geschlagen. Aber wir stecken jetzt ganz schön in der Klemme. Wenn wir nicht aufpassen, wird uns ein ungebetener Gast sehr lange Gesellschaft leisten. Man nennt ihn Winter. Ja, okay, dann müssen wir wohl zu dem Magier. Gnade des Königs. Wer Mordred aufhält, verhindert auch den ewigen Winter. Wir müssen vor ihm an den Samhainstab und die Winterrune gelangen. Aber wir sind in seinem Kielwasser gefahren. Wir müssen günstige Winde nutzen und ihm zuvorkommen. Teilen wir das Team auf. Das ist immer das, was sie in Horrorfilmen sagen, bevor alle sterben, ne? Gute Idee. Somit steigt unsere Chance, entweder an die Rune ja. oder den Stab zu gelangen. Wir wissen, wo der Stab ist. Nimm ein paar Gefährten mit und kümmere dich drum. Wir anderen versuchen herauszufinden, wo die Rune ist. Okay, ich nehme Rima und Sky. Muskeln und Köpfchen. Okay. Was? Klingt nach einem Plan. Rima kennt jede Menge Legenden und Geschichten. Vielleicht weiß sie auch etwas über Mordred, das dir weiterhelfen könnte, falls du ihn zufällig triffst. Ja, New World. Ich mache hier gerade irgendwie so ein bisschen storymäßig. Ich spiele das irgendwie nur so alle paar Wochen mal. Und bin da nicht so ganz auf dem neuesten Stand, glaube ich. Deswegen bin ich immer so dabei, überhaupt erstmal den Stand zu erreichen, den wahrscheinlich alle anderen vorher schon fertig hatten. Wobei ich das hier, also ich glaube, das hier ist tatsächlich noch relativ neu, wenn ich mich recht erinnere. Also so ein richtig konkretes Ziel habe ich nicht. Ich habe auch immer noch nicht so viele Ahnung von dem Spiel, auch wenn ich das schon ziemlich lange spiele. Aber ja. Habt ihr Raid gar nicht mitbekommen? Ja, das ist schon tatsächlich ein paar Minuten her, aber schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr. Morgaine hat etwas über Mordred gesagt, das mich die ganze Zeit nicht mehr loslässt. Was er Artorius geschrieben hat. Klingt das nicht nach jemandem, der seine Gefühle verarbeiten will? Wie ein verletztes Kind. Der Schlüssel zu allem ist also Artorius. Genau. Mordreds Ego war am Boden. Wenn wir diese Verletzung heilen, wird vielleicht alles gut. Oh, eben was. Ich kenne da einen Gelehrten. Er war ein ranghoher Schreiber in Pridewen. Er kann uns helfen, die Absichten des Königs zu beweisen. Hab Newell noch nie gezockt, kannst mir also erzählen. Alles erzählen. Und du musst mir glauben, du musst. Ja, das ist. Also eigentlich ist es echt ein cooles Spiel. Am Anfang war es noch ein bisschen. Ja, sagen wir mal langwierig. Ganz zu Beginn, als man. Also ich habe angefangen, als es rauskam. Oder, keine Ahnung, zwei Wochen danach oder so. Und da war es tatsächlich so, wenn man nur die Main Story gemacht hat. Dann war man so irgendwie Sci-Level, was weiß ich, irgendwann so 25, damit es überhaupt weitergeht mit der Main Story. Dann hast du da irgendwie drei Quests gemacht und dann ging der nächste Step mit Level 30 weiter und du hast halt nicht mal ein Level gemacht mit diesen. Also man musste echt viel
von diesen Nebenquests machen, damit man da überhaupt sozusagen den Stand halten kann. Und ich weiß, dass ich zwischenzeitlich war es dann, ich glaube, es war irgendwo bei Level irgendwas in 50 oder so. Und da wollte ich auch Main Story machen, aber die war dann tatsächlich, das waren dann Quests für irgendwie 6 oder 8 Level über mir, wo ich mich dann durchgestorben habe, weil ich unbedingt diese Story weitermachen wollte. Und gar nicht so gerne diese ganzen anderen Sachen, aber mittlerweile gibt es mehr Main-Story-Teile, sodass man quasi relativ durchgehend, glaube ich, leveln kann. Und es gibt generell halt auch ein bisschen mehr Story-Background und so. Das ist eigentlich ein bisschen cool gemacht. Am Anfang war es, wie gesagt, sehr, sehr langwierig teilweise, fand ich. Aber mittlerweile gibt es halt echt viel. Also ist schon, es wird, glaube ich, immer besser. Man kann mittlerweile endlich reiten. Das war am Anfang nicht so. Von daher hat sich schon einiges getan. Dich kenne ich doch von den Silberkrähen. Ich warte noch auf eine Antwort. Oh ja, König Artorius und Mordred. Bevor ich herkam, um die Ahnen zu studieren, habe ich ihre Aufzeichnungen jahrelang als Schreiber in Pridewind verwaltet.